Wir machen Ortskurven. Und haben wir eine Aufgabe zu Ortskurven? Richtig. Man stelle folgende Ortskurvengrafisch dar. A von P gleich A1 plus hat die, P mal A2. Hat die auch eine Nummer, die Aufgabe? Achso, ja, 1, 4, 6 Ortskurve. 1, 4, also ich würde ja sagen 146. 146, ich schreibe mal drüber zur Sicherheit. Es geht um Ortskurven in dieser Aufgabe. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, wenn ich mich recht erinnere, wo es eher so fernab von Schaltung, man soll jetzt einfach was konstruieren, richtig? So. Das heißt, wir haben irgendeine Formel, irgendeine Funktion im weitesten Sinne. A von P ist gleich A1 plus P mal A2. So, also A von P und das A kriegt natürlich einen Strich drunter, weil es komplex ist. Und das wäre ein A1 plus irgendwie der Parameter P, von dem diese Funktion, sage ich mal, abhängt, mal ein A2. So, ist richtig. Und A1 komplex ist gleich 1 minus J mal 2. 1 minus 2 mal J, schreibe ich mal so rum auf. Und A2 ist 1 plus J. Ist 1 plus J. So, naja, und jetzt, also jetzt könnte man sich so überlegen, ne, das könnte jetzt sowas in der Art sein wie, wir haben eine Impedanz und die Impedanz hängt von der Frequenz ab und die Impedanz hat irgendwie einen Teil, der frequenzunabhängig ist, das ist das hier, und die Impedanz hat irgendeinen Teil, der linear von der Frequenz abhängt, wie wenn ich sowas wie so ein J-Omega-L hätte, bloß dass jetzt hier nicht nur J-Omega-L ist, sondern ich hätte auch noch was, wo der Realteil sich ändert. Also sich daraus jetzt rückwärtig eine Schaltung zu überlegen, die genau das Verhalten zeigt, meinetwegen in Abhängigkeit der Frequenz, wäre schon irgendwie ziemlich schwierig, aber sowas in der Art könnte man sich ja darunter vorstellen. Ja, ist so ein bisschen wie so eine Funktion f von x ist m mal x plus n, wenn man so will. Ne? Also wir haben irgendwas, was von dem Parameter linear abhängt. Wir haben so einen absoluten Teil und wir haben eben diese Funktion. So wie wenn man f von x ist m mal x plus n. Wie wenn man eine lineare Funktion hat. Bloß, dass die, dass wir jetzt im Prinzip zwei lineare Funktionen, wenn man so will, in einem haben. Nämlich einmal eine lineare Funktion für den Realteil und einmal eine lineare Funktion für den Imaginärteil. So ist so ungefähr die Idee jetzt. So, und also wenn man jetzt Ortskurven zeichnen will, wir werden jetzt sowieso nicht alle Aufgabenteile auf diese Tafel bekommen, und wenn, dann ist das so klein, dass man da nichts mehr sieht. Also male ich jetzt mal eine sehr ausladend große, komplexe Zahlenebene und sage, das ist der Realteil und das ist der Imaginärteil. Wenn man Kästchenpapier hat, kann man sich das natürlich unwahrscheinlich viel einfacher machen, und mache jetzt mal irgendeine Achseneinteilung rein, die jetzt auch einigermaßen beliebig ist. Also hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist 4, hier ist 5 und hier wäre jetzt eben J und 2J und 3J und so weiter. Und ist hier drüben minus 1 und hier unten wäre eben minus J und so weiter und so fort. So, und das, was wir dann jetzt eigentlich am besten mal einzeichnen könnten oder mit dem man anfangen könnte, vielleicht so ein bisschen wie wenn man eine lineare Funktion zeichnet, ja, wäre auch, wir fangen mit dem Achsenabschnitt an, wir fangen mit dem absoluten Teil an. Und der absolute Teil, der unabhängig von dem Parameter P ist, ist dieses A1 hier. Das zeichne ich jetzt mal in Orange ein. Das ist 1 minus 2J. So, wo findet man jetzt 1 minus 2J hier in der komplexen Zahlenebene? Naja, bei 1 und bei minus 2J. Also wenn hier 1J ist, ist hier unten ungefähr minus 2J. Ja, und wenn ich jetzt bei diesem Realteil und diesem Imaginärteil, mein Realteil ist ein bisschen schief geworden, so, das einzeichne als komplexen Zeiger, dann ist das A1. So, jetzt haben wir das schon mal gezeichnet. Ja, und jetzt können wir im Prinzip, jetzt zeichnen wir, weil das ja plus addiert wird, das ist wieder so wie so eine Vektoraddition, also wir können die komplexen Zahlen addieren, indem wir an die Spitze des einen Zeigers der einen komplexen Zahl die nächste komplexe Zahl dran zeichnen, und die nächste komplexe Zahl ist 1 plus j. Also ich kann die ja mal einmal, ich muss mir noch eine andere Farbe suchen, nehme ich mal blau. Also ich kann das A2 ja einmal so einzeichnen. 1 plus J würde nach hier oben zeigen.
Also das wäre erstmal für sich gezeichnet A2. So, und jetzt will ich die beiden ja addieren. Ja, und addieren heißt, ich nehme jetzt eben den Anfang dieses Pfeils und packe den am Ende dieses Pfeils dran. Also das A2 muss jetzt hier unten so anfangen und in diese Richtung zeigen. So, und jetzt ist noch die große Frage, was macht denn jetzt das P? Das eine ist ja unser Stützpunkt und das andere ist der Richtungsvektor mit einem Streckvektor. Genau, also das ist sowas wie so ein Stützvektor. Wenn das, oder Stützpunkt, wenn man das jetzt in Vektoren auffassen würde, und das ist dann sowas wie so ein Richtungsvektor, in welche Richtung wir von da weggehen, und wir gehen eben so nach rechts oben. Also es müsste so eine Gerade sein, die bei minus 3j schneidet. Genau, so. Und was macht jetzt das P, was vor dem A2 steht? Das ist jetzt ja die, so ein bisschen... Das streckt und staucht. Ja, also wenn ich das P auf 1 setze, dann habe ich genau einmal A2. Wenn ich das P auf 2 setze, dann habe ich das genau doppelt so groß. Wenn ich das auf 3 setze, ist es genau dreimal so groß. Wenn ich das P auf 0 setze, dann hat das A2 überhaupt gar keinen Einfluss. Und wenn ich das P negativ mache, dann zeigt der einfach in die andere Richtung, der Vektor. So, also das heißt, ich kriege jetzt hier unten so eine Gerade hin. Ich zeichne mir mal noch so ein paar Stützpunkte ein. Also es geht jetzt immer einen zur Seite und einen nach oben. Ja, also genau durch diesen Punkt und durch diesen Punkt und durch diesen Punkt und durch, und dann habe ich hier auch langsam keine Lust mehr, durch diesen Punkt und irgendwie hier unten, also bei minus 3j muss es das nochmal die y-Achse schneiden und dann geht das auch hier unten weiter und bei minus 1 müsste ich genau bei minus 4j rauskommen. So, also ich zeichne jetzt nochmal einmal das A2 so ein. Das ist jetzt das A2 mit Strich drunter. Und jetzt nehme ich für die Ortskurve noch eine andere Farbe, zum Beispiel grün. Und also, das wäre genau A2 eben mal 1. So, wenn ich A2 mal 2 rechnen würde, dann würde ich genau hier oben rauskommen. Und wenn ich A2 mal 3 rechne, komme ich hier raus. Wenn ich A2 mal 4 rechne, komme ich hier raus. Wenn ich A2 mal 0 rechne, komme ich hier raus. Mal minus 1 komme ich hier raus und so weiter. Und wenn ich jetzt diese ganzen, das wären die ganzen Pfeilspitzen für verschiedene Parameter. Und wenn ich jetzt die ganzen Pfeilspitzen miteinander verbinde, das ist die Ortskurve, die da rauskommt. So, und die... Es sollte jetzt eine Gerade sein, dass das jetzt nicht so perfekt eine Gerade ist. Das liegt daran, dass ich das jetzt hier nicht so perfekt gezeichnet habe ohne Gitter, aber das ist eine Gerade. Und da könnte ich jetzt eben noch hier überall antragen, also hier wäre der Parameter p gleich 0, hier wäre der Parameter p gleich 1, hier wäre der Parameter p gleich 2, der Parameter p gleich 3, gleich 4. Und hier unten in die andere Richtung wird er eben negativ. Hier ist p minus 1, hier unten ist das P gleich minus 2 und so weiter. Und da kommt jetzt, jetzt auch nicht großartig anders zu erwarten. Also das ist so ein bisschen wie eine lineare Funktion. Der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade. Bloß, dass wir jetzt zwei lineare Funktionen sozusagen in einem haben, eine lineare Funktion für den Realteil, eine lineare Funktion für den Imaginärteil, aber wenn man das dann trotzdem zeichnet, kommt da dann eine Gerade in der komplexen Ebene bei raus und die hängt jetzt, also so wie die lineare Funktion von x abhängt, hängt die jetzt von dem p ab und in Abhängigkeit von dem p ändert sich eben ein Realteil und in Abhängigkeit von dem p ändert sich auch ein Imaginärteil. Und das ist jetzt diese Ortskurve. Und ich sag mal, viel mehr kann man jetzt aus der auch nicht ablesen. Ja, es ist eher eine mathematische Aufgabe und keine elektrotechnische Aufgabe, die wir jetzt hier gelöst haben. Und wenn man so wie in Wolmestedt, so wie ich in Wolmestedt aufs Gymnasium gegangen ist, haben wir auch schon vorher gerade festgestellt, dann mathematische Aufgaben fallen einem dann zu. Also ist überhaupt gar keine Schwierigkeit, das zu lösen. Was natürlich an meinem früheren fantastischen Mathematiklehrer Herrn Kinzel, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, liegt. Aber er muss auf jeden Fall auch schon sehr alt sein. Weil er war damals schon sehr alt.
Aber damals immer sehr fit. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass er noch unter uns ist. So, gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? Ja, da gibt es eine. Also, es tut unabhängig, wo Parameter A2 einfach endet. Also falls gleich 3, dann A2 wird an dieser Stelle endet. Genau, also wenn der Parameter P3 wäre, also das A2 bleibt so, wie das A2 ist. Ich meine, das A2 ist ja fest 1 plus J. Aber wenn ich das A2 mal 3 rechne zum Beispiel, ne, dann habe ich eben 3 mal das A2. Also ich nehme diese Strecke und muss die noch einmal dran packen. Dann habe ich 2 mal A2 und wenn ich die nochmal dran packe, habe ich 3 mal A2 und dann komme ich eben hier oben raus. Also wenn ich jetzt, kann ich nochmal eine andere Farbe nehmen. Genau, also wenn ich jetzt von hier loszeichnen würde bis hier hoch, dann wäre dieser braune Zeiger wäre 3 mal A2. Ja, und die Idee einer Ortskurve ist, ich setze jetzt für das P ganz viele verschiedene Zahlen ein. Ja, also ich würde mir 1 mal A2 und 2 mal A2 und 3 mal A2 und 3,5 mal A2 und 3,55 mal A2 und so. Also und dann verbinde ich alle diese Pfeilspitzen miteinander und dann kommt eben eine Gerade raus. Und diese Gerade nennt man Ortskurve. Also die Ortskurve ist die Verbindung von allen Pfeilspitzen, die sich ergeben, wenn ich diesen Parameter ändere.